Für mich ist das einfach Willkür, was hier passiert. 250.000 Euro, das ist mehr als die Alterssicherung meiner Frau. Dann riecht das in meiner Nase nach Schikane. Was nicht erlaubt ist und mit bis zu einer Viertelmillion Euro bestraft werden könnte, ist, dass ich die Kartoffeln selber in die Erde stecke oder selber die Bohnen in die Erde stecke. Ich bin eben auch Tafelkundin. Und bin deswegen ganz froh, dass ich ein paar frische Sachen hier ernten kann. Denke, da könnte es vielleicht auch noch ein paar mehr Kunden geben in der Tafel, die da Interesse haben. Gemüse zu haben, das man gar nicht bezahlen muss, ist schon eine tolle Sache, ganz frisch selber geerntet. Die waren zu Ostern hier und ich habe denen dann gesagt, ja, wenn sie das ernsthaft verfolgen, setze ich mich da oben auf die Fläche, in den Stuhl, so wie hier jetzt, und rufe die Polizei. Und ich würde mich total freuen, warum nicht, ein paar Kartoffeln, die man teilt untereinander. Die Stadt hat keinen Nutzen von ihrer Klage. Im Gegenteil, sie hat Schererei. Ja, also es ist schon nicht richtig, was er da macht. Also wenn das jeder machen würde, oder? Dass er vielleicht was, eine Pacht bezahlt oder so, eine kleine, dass man doch ein bisschen Geld dafür zahlt, wäre ja auch vielleicht was. Wir brauchen einen neuen Umgang mit Lebensmitteln. Das ist in den Hirnen unserer Verwaltung noch nicht angekommen.